Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und wie ich versprochen habe, zu genau diesem Fußballschuh hier, dem Adidas Predator Edge Geometric. Die Verpackung lässt schon mal drauf schließen, ein sehr spezielles Colorway. Diesen Fußballschuh wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Deshalb würde ich sagen, wir starten rein ins heutige Video zum neuen Adidas Predator Edge. Noch eine kleine Info für alle Dreamspeed-Fans, also von diesem krassen Fußballschuh. Und zwar findet ihr nämlich jetzt den neuen Nike Dreamspeed als Superfly und Vapor bei dein-Fußballschuh, unserer neuen Fußballschuhseite. Sprich, dort gibt es die Deals, wo gibt es den Fußballschuh, für welchen Preis. Und wir haben für euch natürlich wieder Rabatt geklärt, deswegen schaut gerne vorbei, könnt dort bis zu 25% auf den neuen Nike Dreamspeed sichern, findet ihr unten verlinkt. Schaut dort gerne vorbei, falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt. Heute geht es also um genau diesen Fußballschuh hier, den neuen Adidas Predator Edge. Box an sich sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark aus. Wir holen ihn schon natürlich direkt mal raus, also ihr wisst, wie er aussieht. Ich denke, die meisten kennen ihn. Und zwar, ich hole hier mal beide Exemplare direkt raus, um euch den Schuh natürlich auch zu zeigen. So, machen wir das Ganze mal so zur Seite. Hier ist er also, der brandneue Adidas Predator Edge. Für euch hier nochmal ganz kurz im Detail, dieses sehr, sehr krass auffällige Geometric Colorway. So heißt die neue Variante des Adidas Predator Edge. Und als Fußballschuhkanal Nummer 1 wollten wir natürlich diesen Fußballschuh für euch auch im Video haben. Ihr wisst, hier erfahrt ihr alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars und zu den neuesten Drops. Deshalb auch hier der neue Adidas Predator Edge. Ich habe ihn auch auf dem Platz für euch getragen. Und ich habe hier Überraschendes festgestellt. Dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Wir wollen euch den Fußballschuh heute im Unboxing zeigen, sprich im Close-Up umzugucken. Ja, wie sieht die Optik aus und auch, ob das Ganze den etwas verkorksten Start vom Adidas Predator Edge verbessert, werden wir heute auch noch klären. Und was mich an diesem Colorway so krass überrascht, gibt es auch im Detail. Deshalb wollen wir uns diesen Fußballschuh heute genauer anschauen. Hat sich ja einiges geändert beim Adidas Predator Edge. Ich hoffe, ihr habt die Reviews gesehen. Das neue Zone Skin Ohrmaterial statt dem alten Demon Skin. Sprich, weiterhin maximaler Grip für die Spielmacher gedacht, für lange präzise Pässe mit diesem Fußballschuh. Sprich, für maximalen FE, maximalen Grip am Ball. Dieses Mal aber ein bisschen anders ausgelegt. Es ist ein Powerboot, sprich Adidas hat ja zum Beispiel auch ein Zusatzgewicht im Vorderfuß untergebracht, damit man nochmal beim Schuss mehr Dynamik am Bein hat. Haben wir aber auch schon im Test gesagt, ist meiner Meinung nach eher unnötig, weil das einen Fußballschuh schwerer macht und ich finde, auch mit leichten Fußballschuhen kann man eigentlich ganz gut schießen. Deshalb, ja, lassen wir das mal so stehen. Was aber extrem überraschend ist für mich, ist das Colorway. Ich fand es am Anfang überhaupt nicht cool, als ich es gesehen habe, aber am Fuß sieht der Fußballschuh wirklich sehr, sehr geil aus, muss man offen und ehrlich sagen. Da hat Adidas einen sehr coolen Job gemacht. Hätte mir dieses Colorway vielleicht sogar vor dem Launch Colorway vorstellen können, so als Art Teaser, hätte man vielleicht nochmal ganz cool nutzen können. Nichtsdestotrotz ist es hier ein sehr geiles Colorway geworden. Deshalb, ich würde sagen, bevor wir gleich über die Überraschung sprechen, beziehungsweise ob es den Adidas Predator jetzt verbessert, schauen wir uns den Schuh an, und zwar im klassischen Unboxing. Schauen wir uns also den neuen Predator an mit dieser sehr, sehr krassen Box. Ihr seht, das Ganze hat hier auch so einen kleinen schimmernden Look. Genauer gesagt geht es hier um den Adidas Predator Edge Geometric Plus. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ihr seht auch, die Box geht hier auf, indem man das aufzieht. Und hier seht ihr jetzt auch schon dieses Exemplar. So, das sehr, sehr spezielle, aber sehr, sehr cool gewordene Colorway zum Adidas Predator Edge. Hier quasi diese Geometrie untergebracht, finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, hätte man aber trotzdem cooler umsetzen können. Dazu gleich mehr. Hier findet ihr, wie gesagt, nochmal dieses Zone Skin Obermaterial für den maximalen Grip. Hier die Ferse, sieht auf jeden Fall auch krass aus. Hier sind auch so leicht scharfe Kanten, das ist mir schon aufgefallen. Ich glaube, man kann es nicht ganz erkennen, aber hier hängt so ein bisschen Plastik über. Die Socke ist immer das, was ich so ein bisschen bemängel, wenn er die trägt, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ja, wie so in der Schere beschnitten. Deutlich besser als beim Launch Colorway, weil das Obermaterial ein bisschen cooler aussieht in den verschiedenen Farben. Deswegen bin ich mal gespannt, Leute, was natürlich auch eure Meinung ist. Die Sohle sehr, sehr krass gemacht. Hat so ein bisschen anderen Look. Man kann es hier sehen, hier ist die Farbe deutlich intensiver. Was mich auch wieder stört, ist das hier. Also
Ja, damit kann ich recht wenig anfangen, habt ihr schon gehört. Hol auch den zweiten Schuh raus. Und zwar hier. Mit diesem Colorway bin ich aber recht happy insgesamt. Kommen wir gleich zum Fazit. Hier auch die Innenseite sieht genauso aus. Und auch hier nochmal Predator und das Zone Skin. Ist auch wieder ein Beutel am Start, aber da fällt auf, Moment mal, das ist ja eigentlich der gleiche Beutel wie beim Launch Colorway. Sprich, die haben ja keinen eigenen Beutel gemacht, sondern einfach den vom Launch Colorway übernommen. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, was sagt ihr zur Optik? Wie viele Punkte gebt ihr dem Adidas Predator Edge Geometric? Eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Für mich reicht es tatsächlich, weil Adidas hier was gewagt hat, für eine 8 von 10. Ich finde es immer sehr cool, wenn einfach mal wieder was Neues probiert wird. Deswegen muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr speziell. Gibt 8 von 10 Punkten. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht selbst spielen auf dem Platz, weil er mir dann doch zu auffällig wäre. Aber mal wieder was sehr, sehr Cooles, Erfrischendes, vor allem am Fuß von Jude Bellingham beispielsweise sieht man diesen Fußballschuh ja. Deshalb meiner Meinung nach auf jeden Fall einen guten Job von Adidas gemacht. Jetzt aber die Frage, was hat mich hier so überrascht, beziehungsweise macht es den Adidas Predator jetzt besser? Ihr kennt natürlich noch hoffentlich, hier, legen wir mal das dazu. Und zwar das Launch Colorway, hatten wir ja auch schon ein Video für euch vom Adidas Predator Edge. Und da war meine Meinung ja definitiv enttäuschend. Hätte mir mehr erwartet von diesem Fußballschuh. Auch die Optik hat mich nicht so krass überzeugt. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich jetzt bei diesem Fußballschuh das Ganze noch besser finde. Also doch besser finde. Zum einen, ich frage mich, wie das passieren konnte, ist dieser Fußballschuh nicht so sauber verarbeitet wie dieser hier. Zum Beispiel die Sockenkonstruktion. Diesen Fußballschuh habe ich einmal gespielt im Vergleich zum Point One. Den habe ich jetzt ja ein paar Wochen testen können. Da ist die Socke schon so ausgefranst und hier ist es wirklich noch scharf. Deswegen frage ich mich, wie zum einen das passieren konnte. Zum anderen ist das Obermaterial etwas weicher als hier beim Launch Colorway. Und das, muss ich sagen, verwundert mich komplett. Wie kann das sein? Das sind die identischen Fußballschuhe. Von der Performance hat sich hier nichts geändert, aber der ist steifer und dicker als dieser hier. Zumindest nur minimal, aber es fällt definitiv auf. Ich habe auch beide Fußballschuhe am Fuß gehabt, um das Ganze zu testen. Und das hat mich wirklich sehr verwundert, ob zum einen hier ein Produktionsfehler war oder hier. Ich hoffe natürlich hier, weil das ist auf jeden Fall weicher, flexibler gewesen. Hatte ich so noch nie. Kann ich mir definitiv auch nicht erklären, wie das passieren konnte. Also habe ich wirklich gesagt noch nie erlebt, dass das identische Modell nur beim anderen Colorway andere Performance hat. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch kein Riesenfan vom Adidas Predator, weil es nicht meine Spielweise widerspiegelt. Sprich, ich brauche eigentlich einen direkten Touch, einen leichten Fußballschuh fürs Dribbling. Und das ist bei diesem Fußballschuh bedingt nicht so umgesetzt, sagen wir mal. Es ist ein dickeres Obermaterial, zwar mehr Grip, aber auch ein steiferes Obermaterial, zumindest hier beim Launch Colorway. Auch hier beim Geometric ist das Ganze noch nicht optimal, meiner Meinung nach. Weil auch hier das Ganze, wenn man nach vorne geht, so leichte Falten wirft und das spielt man am Socken und auch das Ballgefühl an sich ist nicht das Beste meiner Meinung nach. Wenn man auf Grip und Power steht, ist es auf jeden Fall gut umgesetzt. Auch der Lockdown und so weiter, muss ich sagen, die Passform in einem sehr breiten Vorderfußbereich, dafür einen schmalen Mittelfußbereich, ist es relativ komisch von der Herangehensweise. Eigentlich denkt man, okay, da kann er für breite Füße sein, wenn der Vorderfuß breit ist. Allerdings ist das Ganze nicht der Fall, weil der Mittelfuß sehr, sehr eng ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte es krass überrascht, dass hier das Obermaterial weicher ist als hier. Das kann eigentlich nicht sein. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft noch im Auge behalten bei den kommenden Colorways, ob das hier genauso sein wird. Bisher kann ich es mir definitiv nicht erklären. Falls ihr draußen diese Erfahrung auch gemacht habt, falls ihr schon zwei Colorways von Predator Edge hättet, sagt gerne mal Bescheid. Ich kann es mir bis jetzt nicht zusammenreimen, wie das passieren konnte. Es könnte natürlich sein, dass es ein subjektives Empfinden ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man hier das Ganze vergleicht, fällt das auf jeden Fall krass auf. Hier brauche ich deutlich mehr Power als hier. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das passieren konnte. Nichtsdestotrotz, dieses Colorway macht mir definitiv Hoffnung. Ob es jetzt aber den Predator Edge besser macht, lässt sich jetzt nicht wirklich unbedingt sagen, weil der Schuh bleibt natürlich fast gleich oder ist eigentlich gleich. Und die Optik ist natürlich deshalb nicht entscheidend, sondern die Performance. Nichtsdestotrotz macht mir ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft, dass wir hier noch ein paar coole Colorways bekommen. Nichtsdestotrotz weiterhin mein Fazit, ich vermisse den Adidas Predator Freak. Das war es also schon wieder zu diesem Fußballschuh hier, zum Adidas Predator Edge Geometric. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fußballschuh sagt. Von der Optik muss ich tatsächlich sagen, am Fuß ein überraschend cooles Colorway. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, allerdings von der Performance lässt es noch so ein bisschen zu wünschen übrig, wobei ich hier etwas verschickt bin, warum der jetzt so ein bisschen weicher ist als
das Launch Colorway. Kann man nicht vorstellen, dass jetzt hier schon was gemacht worden ist. Vielleicht ist es einfach nur Einbildung. Nichtsdestotrotz gibt es mir so ein bisschen Hoffnung, was die Zukunft angeht vom Adidas Predator Edge. Wir werden auch in den kommenden Tagen auch mal ein Vergleichsvideo machen von den kompletten Preisklassen. Predator Edge 0.4, 0.3, 0.2 und 0.1. Und natürlich auch die Laces-Variante, dass ihr alle Predator-Modelle in einem Video habt, um zu sehen, ja, welcher hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, welcher hat welche Vor- und auch Nachteile. Das gibt es dann alles im Extra-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Gerne natürlich auch die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Dieses Jahr haben wir ja das Ziel 100.000 Abonnenten. Deshalb macht ordentlich Welle, würde mich mega freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.